So, jetzt die Übung. Gegeben ist folgendes. P ist minus 2,53 und Q ist minus 4 minus 5. Gesucht ist die Funktionsvorschrift. Nach der Tippeltappeltour, wie wir es vorhin gemacht haben. Also Skizze und so weiter. Zu Hause das Video anhalten, selber machen, Achsenkreuz, entsprechend beschriften, reinmalen die Punkte, Graphen reinmalen und so weiter und so fort. Und dann geht's los. Also, hier sind die Werte und Action. So, wir haben jetzt hier diesen Graphen mal versucht zu skizzieren anhand der Punkte. Hier kann man bloß ahnen, was Y0 ist, also N. Ne? N wird ganz rund, aber richtig rund. Irgendwas mit, wenn hier 10, 15, 20, von 15 bis 20 ungefähr liegen, in diesem Bereich. X0 ist relativ leicht zu ermitteln und M, naja, M lässt sich auch ermitteln. Da müssen wir halt mal abzählen. 1, 1,5 nach rechts. 1,5 nach rechts. Ne? Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ungefähr. M ist rund 8, 1,5. Naja. Also hier abgezählt sogar ist gleich, weil wir ja direkt zählen können. Na denn. M errechnen, N errechnen und dann geht's los. So, es ist 11.11 Uhr, wir machen natürlich eher Schluss. Zu Hause macht man das Ding fertig, ich werde es dann fertig ins Netz stellen. Also, das bis dahin. Schönes 11.11.11.11 Uhr Erlebnis.